Warum also nicht lieber überhaupt nichts wissen wollen von diesen Begegnungen mit dem Realen, den Existenzialisierungsmomenten und den Begegnungen zugleich mit dem Tödlichen, dem Ich bin ja wirklich da und weil da, oh, Unmöglichkeit, das nicht geschehen darf, dann wieder weg. Warum also diesen Begegnungsmoment mit dem Realen nicht für das Einzige reserviert halten, für das diese Aufklaffungsmomente eigentlich erst erschaffen wurden und zugelassen wurden, nämlich hin mit jenem ebenfalls nicht sichtbar zu machen, denn dem Verworfenen zuzurechnenden, dem nicht integralisierbaren blinden Fleck der Begegnung in den Zeugungsakten der Entstehung des Neulebens, für die dann die höchsten Existenzialisierungsextasen ausgeschüttet wird, damit das zustande kommt für das einzig relevante, eng zu führende Ziel. Warum also nicht die Zeit sich unbewusst abspulen lassen, eine Minute, einen Tag nach dem anderen, und nur in den kurzen Momenten, in denen die ekstatische Begegnung mit dem Realen notwendig wird, die vollkommene Verausgabung, Veräußerung, Ein- und Ausstülpungsvorgangs, Enthusiasmierung, Ekstatisierung. Denn dafür ist es schon genug, welche Reparatur, Reorganisationsnotwendigkeiten hinterher wieder notwendig werden. Der Rest kann getrost weiterträumen in den Tagträumen eines verdrödelten, aber eben damit auch langzeitig dissipativ ausgedehnten Lebens und Nicht-Existierens, aber Existierens. Fetter Dampfer das. Grad am Nachmittag. Warmer Wind von der See her. Man kann getrost im Schatten sitzen. Und die Bewölkung ist auch nicht besorgniserregend. Da rast ein Jet. Nicht gen Italien, sondern gen Süden, Ägypten, Kreta, Kairo oder Südafrika oder in die Antarktis, wer weiß schon, wohin die Reise geht.